Mit 2 Jahren Verspätung durch die pandemiebedingten Reisebeschränkungen geht es nun endlich los. Wir, Sven und Lea, fahren mit der noch relativ neuen Fährverbindung der Holland-Norway Lines von Emshaven bis nach Kristiansand. Das erste Mal hatten wir nun also skandinavischen Boden unter unseren Reifen. Als wir Kristiansand verlassen haben, fing es dann an zu regnen. Die erste Nacht haben wir also lieber eine Hütte gemietet. Im weiteren Verlauf der Reise haben wir immer je nach Wetter gegen späten Nachmittag entschieden, ob wir Zelten oder ein festes Dach über dem Kopf bevorzugen. Das erste richtige Highlight war der Weg zum Lysefjord. Die Straße schlängelt sich über 27 scharfe Haarnadelkurven und hat kurz vor Lysebotn einen 1 Kilometer langen Tunnel. Der höchste Punkt liegt 950 Meter über dem Meeresspiegel. Unser Plan war es, von Lysebotn aus mit der Fähre nach Songesand überzusetzen und von dort weiter Richtung Norden zu fahren. Leider war ohne vorherige Reservierung kein Platz auf der Fähre für unsere Motorräder und wir mussten daher etwas umplanen. Thank you.
Bergen ist die zweitgrößte Stadt Norwegens, aber die regenreichste Großstadt Europas. 248 Tage im Jahr gibt es hier Niederschlag. Auch wir blieben nicht verschont. Wir fuhren am Auerlandsfjord entlang und hielten an der Aussichtsplattform Stegastein an. Wir erreichten den Gamle Strinefjellswegen. Diese Schotterstraße wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts ausschließlich von Hand gebaut. 2009 wurde die Landschaftsroute von Ost nach West Norwegen unter Denkmalschutz gestellt. Ausnahmsweise mal ohne Koffer machten wir noch einen Abstecher zur Stabkirche Borgund in der Kommune Lerdal. Sie wurde bereits 1180 gebaut und ist somit schon über 800 Jahre alt. Holstigen und dem völlig überlaufenden Geiranger Fjord haben wir leider einen regnerischen Tag erwischt. Die Sichtweite betrug zeitweise nur 10 Meter. Thank you.
erreichten den Polarkreis und machten am Arctic Circle Center Halt. Wir haben noch schnell ein paar Aufkleber für die Koffer gekauft und genossen diesen einzigartigen Ort bei bestem Wetter. Der Salztraum ist der stärkste Gezeitenstrom der Welt. Durch einen 2,5 Kilometer langen und etwa 150 Meter breiten Sund strömen im Wechsel der Gezeiten fast 400 Millionen Kubikmeter Wasser hin und her. Hier muss man sich einfach kurz die Zeit nehmen und dem Rauschen der Naturgewalten zuhören. Mit der Fähre ging es dann von Bodø nach Moskenes auf die Lofoten. In Moskenes angekommen, sind wir zuerst nach Aar gefahren, dem südlichsten Ort der Lofoten und dem vermutlich kürzesten Ortsnamen der Welt. Auf den Lofoten sollte man unbedingt im malerischen Rheine einen Fotostopp einplanen. Thank you.
In einem Wollgeschäft auf den Lofoten habe ich mir noch ein Andenken gekauft. Die Schafwolle wird hier von Frauen aus der Umgebung in Handarbeit zu Wollprodukten verarbeitet. Auf unserer To-Do-Liste für diesen Trip stand noch eine Bootsfahrt auf einem Fjord. Dies haben wir auf dem letzten Campingplatz in Norwegen erledigt, bevor wir weiter nach Schweden gefahren sind. Im nördlichen Schweden kreuzten mehrfach Rentiere unseren Weg. Thank you.
Kurz bevor wir Schweden in Richtung Dänemark verlassen haben, haben wir noch ein paar Elche gesehen. Zurück nach Deutschland ging es über die Öresundbrücke und die Fähre Rottby-Puttgarden